Das Versprechen von Wirtschaftsminister Robert Habeck, Verbraucher beim Umstieg auf erneuerbare Energien zu unterstützen, könnte deutlich schwieriger werden als gedacht. Rücklagen für das Vorhaben sind im Bundeshaushalt 2024 nicht vorgesehen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist dort eine staatliche Förderung für den Einbau von Wärmepumpen nur unter speziellen Bedingungen vorgesehen. Somit ist unklar, inwiefern sich Habecks Plan wirklich in die Tat umsetzen lässt. Der Wirtschaftsminister kündigte direkte Zuschüsse, Kredite und steuerliche Förderungen sowie große sozialpolitische Unterstützungsmaßnahmen an, um den Heizungsaustausch zu erleichtern. Der Umtausch dürfe nicht, Zitat, zu einem sozialen Problem werden. Der Entwurf seines Ministeriums sieht vor, dass bei neuen Heizungen ab 2024 die Wärme zumindest zu 65% aus erneuerbaren Energien stammen soll. Alte Öl- und Gaskessel können hingegen weiter betrieben werden und auch repariert werden. Eine Heizung aus dem Jahr 2006 müsste 2033 ersetzt werden. Gegen dieses Bestreben regt sich in der Politik und bei Experten aber Widerstand. Der Eigentümerverband Haus und Grund bemisst die Folgekosten für den Umbau auf bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit. Hierbei werden neben dem Einbau einer Wärmepumpe auch Faktoren wie Kosten für eine Fußbodenheizung oder eine Solaranlage berücksichtigt. Allein im Falle der Wärmepumpe muss mit Kosten von bis zu 25.000 Euro gerechnet werden. Habecks Wirtschaftsministerium hingegen teilt mit, dass es sich um einen, Zitat, laufenden Prozess handle, in dem man sich mit anderen Ministerien abstimme.